Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich einen IKEA-Bester-Schrank aufbauen und somit zum Beispiel auch eine TV-Bank und einen Korpus richtig montieren kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige den Aufbau mal bei dem etwas kleineren Modell und bei den etwas größeren Varianten funktioniert es natürlich relativ ähnlich. Und zuerst mal sollten wir uns alle Bauteile ordentlich am Boden hinlegen, dass wir auch einen schönen Überblick haben. Falls du deinen Schrank am Ende auf den Boden stellen möchtest, können wir jetzt auch schon die entsprechende Platte auf den Boden legen und natürlich unsere mitgelieferten Füße oder auch solche speziellen Füße, die man sich dazu kaufen kann, ganz einfach hier im Uhrzeigersinn reindrehen. Falls du das Ganze aber an die Wand hängen möchtest, wie in einem extra Video gezeigt, dann können wir auch schon diese weißen Plastikstöpsel einmal nehmen und die hier natürlich auch ordentlich eindrehen und danach mit einem Schraubendreher etwas festziehen. Danach kann ich meine Platte auch schon mal umdrehen und insgesamt 4 solche Schraubdübel in diese äußeren Löcher hier hineinschrauben. Entweder ich verwende einen normalen Schraubendreher oder wie in meinem Fall gerne auch einen Akkuschrauber, den ich für den Möbelaufbau am liebsten auf die Drehmomentstufe 5 stelle, dass die Schrauben einfach alle gleichmäßig stark angezogen sind. Im nächsten Schritt können wir auch schon insgesamt 8 solche Möbelverbinder in unsere beiden Seitenteile hineingeben. Wichtig ist, diese haben hier oben so einen kleinen Pfeil und der Pfeil, der muss jetzt einfach in Richtung unser Schraubenloch hier hinten zeigen. Falls der Verbinder übrigens leicht verdreht ist, ist es auch nicht wirklich schlimm, dann einfach einen passenden Schlitzschraubendreher zur Hand nehmen und wir können das Ganze auch schon dementsprechend wieder ausrichten. Nun gebe ich das erste Seitenteil mal hier außen auf unserem Boden drauf. Wichtig hierbei ist natürlich, dass hier hinten diese Einkerbung auf jeden Fall durchgehend sein muss. Und wenn es ganz drauf ist, dann können wir auch mal wieder mit einem Schlitzschraubendreher in unseren Möbelverbinder reingehen und circa eine halbe Umdrehung das Ganze anziehen, um die Verbindung natürlich auch fest zu bekommen. Dasselbe Spiel müssen wir natürlich mit unserem zweiten Seitenteil auch noch richtig machen. Und wir können unsere Rückwand auch schon richtig rum in den Korpus hineingeben. Wichtig ist, hier oben sollten auf jeden Fall diese 2 Bohrungen sein, die sind zur Wandbefestigung da. Und auf der Rückseite, da haben wir einfach diese 2 Einkerbungen auf der Seite, die gleich auch hier hinten nämlich noch richtig rum reinpassen müssen. Deswegen das Ganze einmal von oben drauf gehen, schauen, dass diese Einkerbungen auch dementsprechend hineingehen. Und wir können die Rückwand auch schon super nach unten schieben und schauen, dass es natürlich auch hier unten in die Einkerbung reingeht. Im nächsten Schritt auf der Unterseite von unserem Deckel 4 solche Schraubdübel wieder einbringen. Und wir können den Deckel von oben auch schon mal richtig rum einbringen, dass hier hinten auf jeden Fall unsere Rückwand auch richtig in der Einkerbung drinnen sitzt und danach natürlich die 4 Möbelverbinder wieder richtig anziehen. Der Korpus ist fertig aufgebaut und wenn das Ganze wie bei mir am Boden stehen soll, dann benötigen wir mal noch dieses schwarze Plastikbauteil. Das kommt hier außen einfach in diese 2 Bohrungen nämlich hinein und das Ganze hat einfach den Sinn, dass wir da auch noch diese schwarze Plastikkappe einmal drauf drehen können. Und wenn sich jetzt zum Beispiel eine Sockelleiste hier unten drunter befinden sollte, dann müssen wir natürlich hier oben auch den Abstand etwas weiter von der Wand wegmachen. Und mit diesem Plastikteil können wir diesen Abstand ganz einfach einstellen. Im nächsten Schritt können wir unseren Schrank jetzt auch schon mal richtig ausrichten. Hierfür am besten eine einfache Wasserwaage mal hier oben drauflegen und jeweils diese beiden Richtungen kontrollieren. Bei den vorderen Füßen kommen wir zum Nachjustieren relativ gut hin. Hierfür den Schrank vielleicht noch einen Ticken an der gewünschten Stelle nach hinten kippen und dann können wir den Fuß auch schon ganz einfach von der Höhe her verstellen, wie wir es benötigen. Und hier hinten die beiden Füße gehen ja normalerweise etwas schwerer. Da gibt es von IKEA auch noch so einen Imbusschlüssel, den wir hier hinten mal in diese kleine Bohrung hineingeben können und dann einfach im Uhrzeigersinn etwas drehen, um die Füße zu erhöhen bzw. gegen den Uhrzeigersinn, dass die Füße wieder etwas weiter nach unten gehen. Das Befestigen an der Wand macht auf jeden Fall mit Kindern Sinn, weswegen ich es auch mal kurz in der Theorie zeige. Erstmal müssen wir unser Bohrloch entweder mit einem Bleistift anzeichnen oder wir können auch mit einer relativ langen Schraube hier durchgehen und zum Beispiel mal leicht in die Wand hineinklopfen. Danach das Ganze wegschieben, mit einem entsprechenden Bohrhammer unser Loch bohren, einen passenden Dübel natürlich in die Wand einsetzen und danach geht es einfach darum, dass wir einmal diesen
diese Beilagscheibe, würde ich sagen, richtig rum. Also da muss dieser Teller zu mir herzeigen. Hier vorne hingeben, danach die Schraube auch durchziehen. Und dann können wir das Ganze nämlich auch schon mit den beiden Löchern hier an der Wand befestigen. Wenn es dann fest ist, dann unsere Abdeckung noch zur Hand nehmen und die einfach von hier vorne auf diese Beilagscheibe draufgeben. Möchten wir zwei solche Schränke übrigens übereinander stellen, müssen wir natürlich das Ganze erstmal ordentlich ausrichten. Bei mir schaut es gut aus. Und dann haben wir noch zwei solche Klammern im Set mit dabei. Die haben hier oben noch so eine kleine Öffnung. Jetzt, wenn ich das Ganze mal von unten schon schaue, dass ich es in meinen untersten Schrank einhake. Und dann kann ich mit einem flachen Schraubendreher nämlich hier oben in die Öffnung hineingeben und das Ganze einfach etwas weiter nach oben ziehen, so dass es hier oben und natürlich auch unten schön eingerastet ist. Dasselbe Spiel müssen wir natürlich hier auch noch machen. Hinten sind die Schränke miteinander verbunden und vorne müssen wir noch vier solche einzelnen Klebepads einmal dazwischen hinkleben. Hierfür kann ich nämlich den Schrank vorne noch etwas nach oben heben und die einzelnen Pads einmal schön gleichmäßig verteilt hier vorne drauf geben und dann natürlich den Schrank auch wieder hier nach unten setzen. Möchten wir zwei solche Schränke nebeneinander stellen und natürlich miteinander verbinden, dann müssen wir das Ganze erst wieder ordentlich ausrichten, dass wir hier überall auf der gleichen Höhe sind. Und dann hat IKEA zwei solche Schrauben mal noch mitgeliefert, die wir laut Anleitung jetzt hier unten in das dritte Loch von unten und vor allem auch in das 15. Loch von unten ganz einfach hineinschrauben müssen. Und somit haben wir dann auch schon unser IKEA Besserregal richtig aufgebaut. Und wenn du jetzt übrigens auch noch eine Tür oder Schubladen hier einbringen möchtest, dann habe ich hierfür natürlich auch schon extra Videos auf dem Kanal. Wenn du dir einen Besterschrank in den verschiedensten Varianten oder auch eine passende Tür bzw. Schublade zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.